Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder Inhälterungen, nicht eine Inhälterung, sondern gleich zwei. Die hier ist gerade ganz neu fertig geworden, die ist schon seit einiger Zeit im Betrieb. Zum einen sollen hier die Fische, die der Besitzer nach Hause tun will in seinen Privatteich, sollen hier erstmal Quarantäne durchlaufen, um Krankheiten abzuwehren. Sehr lobenswert, aber wir haben es ja schon öfters davon gehabt, jedes Verpflanzen von Fische von A nach B birgt immer Risiken, aber man kann hier zumindest mal die gängigen und nachweisbaren Fischkrankheiten könnte man nachweisen und kann sie dann auch ausschließen. Da gehört jetzt mal CEV, die Schlafkrankheit, es gehört KHV dazu. Mitunter auch bakterielle Probleme wie Flavobakterien kann man hier ausschauen. Also man hat die Möglichkeit auf jeden Fall zu verhindern, dass eine ganz große Katastrophe in den Teich kommt, wobei ganz große Katastrophen können auch andere bakterielle Probleme sein, die man hier vielleicht gar nicht entdeckt. Und auch wichtig, und da sind wir hier jetzt schon bei einem Koi, wenn man sieht, dass im Hausteich zu Hause, dass es dem Fisch nicht gut geht, egal ob Sommer, Herbst, Winter oder Frühjahr, dann könnte man ihn hier herbringen, kann ihn in die Wärme bringen. Man hat hier eine Garage, ich glaube die Becken haben jetzt da hinten 25 Grad, das ist nicht gerade kalt, das ist aber auch Aufzugbedingungen momentan. Und dann wird man relativ schnell merken, dass Wärme eines der stärksten und effektivsten Therapeutika bei Koi ist. Und das ist eigentlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand fragt, ob er sich eine Innenhälterung, eine Quarantäneanlage bauen soll, sage ich, das Hobby geht durchaus ohne, auch wenn man jetzt einen guten Händler hat, wo man einen Händler, auf den man sich verlassen kann, ist das alles kein Problem, was Krankheiten, Parasiten, etc. angeht. Aber wer seinen Koi wirklich helfen möchte, wenn es ihnen mal nicht gut geht, dem kann ich jedem eigentlich nur so ein Becken empfehlen. Und das Becken muss nicht mal so groß sein wie das. Ich sage mal, okay, das ist jetzt, sind vielleicht 3 Kubik, oder? 2 Kubik? 3? Das sind 3 Kubik und das 4, 5? Ja, 4,5 Kubik. Da reichen mitunter auch 2 Kubik schon, um auch größeren Fischen da zu helfen. Und da geht es ja dann auch nicht darum, dass die Fische da mächtig gefüttert und auf Größe gebracht werden, sondern einfach nur, um sich von ihrer eigenen konditionellen Schwäche oder von einer Erkrankung zu erholen. Und da wird man merken, da ist schon ein Riesenunterschied, ob Fische jetzt bei 18 Grad im Teich schwimmen oder nachher langsam auf Temperatur auf 4, 25 Grad gebracht werden. Da sind viele Krankheitsbilder, heilen da von ganz alleine ab. Das seitherige Becken wird über einen Genesis Bürstenfilter gefiltert, funktioniert sehr gut, werden wir auch gleich sehen. Ist auch der Besitzer sehr zufrieden mit. Das neue Becken wird jetzt über Beadfilter, so wie wir es machen, traditionell machen bei uns, filtern. Ich muss sagen, ich kann jedem eigentlich im Innenraum nur empfehlen, auf Beadfilter zu setzen. Man hat zum einen, im Gegensatz zum Bürstenfilter, da ist jetzt eine Trennwand drin, da könnte man ein anderes System wählen, dann könnte man da auch mit einem beliebigen Wasserstand arbeiten. Das ist schon mal wichtig, das kann man beim Beadfilter auf jeden Fall. Ich habe es schon oft erwähnt, auch wenn wir unsere Fische aus Japan bekommen, wir haben ja normalerweise einen Meter, 1,10 Meter Wasserstand in dem Becken und da gehen wir runter auf 60 Zentimeter. Und dieser geringere Wasserdruck, und da haben wir jetzt mehr als genügend Erfahrung gesammelt, der hilft den Koi wirklich, um von so einem extremen Stressmoment, wie so eine knapp 2-tägige Reise aus Japan natürlich bedeutet, um da möglichst schnell wieder davon runterzukommen. Und da hilft mir der Beadfilter, der ist nicht vom Wasserstand im Becken abhängig, sondern da kann ich beliebig, solange die Pumpe keine Luft saugt, kann ich den Wasserstand beliebig senken. Und ich habe den ganz großen Vorteil beim Beadfilter, dass ich ihn sehr, sehr leicht reinigen kann. Ich reinige ihn zwar, muss ihn zwar häufiger reinigen als einen Bürstenfilter. Einen Bürstenfilter könnte ich hier auch mal 2 Wochen stehen lassen, das spielt keine Rolle, wenn er groß genug ist. Beim Beadfilter zumindest dann, wenn man füttert, wir müssen ihn 3-mal in der Woche reinigen. Aber, und das ist auch wieder gut, durch das, dass die Innenhälterungen eigentlich stark belastet sind in der Regel, auch, ich sage mal, wenn man hier nur 300 Gramm füttert, 300 Gramm auf 5 Kubik, 300 Gramm auf 5 Kubik geteilt durch 5 sind wir bei 60 Gramm pro Kubikmeter und 60 Gramm pro Kubikmeter ist durchaus keine geringe Futtermenge. Wenn man es hochrechnet auf einen 30.000 Liter Teich, wären das 1,8 Kilo. Und darum, da bin ich in letzter Zeit ein bisschen dazu übergegangen, dass man die Futtermenge, die in den Teich reinfliegt, dass man da jetzt nicht die absolute Futtermenge nimmt, sondern das wirklich in Relation zu einem Kubikmeter nimmt, dass man die Futtermenge pro Kubikmeter und dann kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, wie viel ist es eigentlich. Und da habe ich dann beim Beadfilter den Vorteil, durch das, dass er mich zwingt, 3-mal in der Woche zu spülen, weil dann einfach kein Wasser mehr durchgeht, dann werde ich den Anlagen auch entsprechend viel Frischwasser zukommen lassen. Und wenn ich den Anlagen entsprechend viel Frischwasser zukommen lasse, verdünne ich da natürlich die typischen, nicht mehr oder nur noch sehr schwer abbaubaren Wasserverunreinigungen, die über die Fütterung reinkommen, zu neutralisieren, zu verdünnen. Ja, und zum anderen bringe ich immer wieder, und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, gerade bei Innenhälterungen mit den hohen Futtermengen, ich bringe immer wieder Carbonate ins Wasser, was mir am Ende
mein pH-Wert puffert und verhindert, dass es zum sogenannten Säuresturz kommt. Und da muss ich sagen, wenn man in so einem Becken jetzt 2 Wochen lang keinen Wasserwechsel machen würde und keinen Filter reinigen würde und das einfach so belassen würde und auch nicht aufhärten würde, kann ich Ihnen versprechen, bei einer Futtermenge von nur 300, 400 Gramm auf 3 Kubik, da ist der pH-Wert wahrscheinlich dann irgendwann unter 6. Und das ist das, was wir Erfahrung mitgemacht haben und wo auch viele der Kunden, die heute mit Innenanlagen arbeiten, wo das im Prinzip ganz genauso festgestellt haben. Wir härten regelmäßig auf, obwohl wir täglich knapp 10% Wasserwechsel bei uns in der Anlage machen. So, das einfach mal zur Theorie. Wie gesagt, im Innenraum würde ich immer auf Beatfilter setzen, so wie das hier gemacht ist. Das ist die neue Anlage, die ist erst gestern fertig geworden. Das Wasser ist noch relativ frisch und man sieht es natürlich auch am Beatfilter. Die Beats oben sind noch strahlend weiß. Übrigens alle, die einen Beatfilter haben und beim Spülen, ich habe das gerade auch erklärt, beim Spülen Probleme haben, dass sich die Beats nicht lösen, dass nicht beim Spülen, sondern beim Belüften. Am Anfang wird ja mit Hilfe von Luft, werden die Beats mal durcheinander geschüttelt. Und wenn die so stark verkleben und auch hier oben drin hängen bleiben, dann hilft es. Man muss ja auf Recirculate stellen während dem Spülen. Und wenn man dann immer wieder diesen Hebel nach unten drückt, ja, dann wird man merken, dass irgendwann dieser zusammengebackene Kuchen nach unten fällt und dann läuft auch die Belüftung. Hier hat man dann noch von Genesis einen Bioturm, nicht ganz so groß wie bei uns, aber von der Größe ausreicht, wird man sehen. Aber der Beatfilter ist auf jeden Fall schon mal riesig, also damit wird man schon einige Gramm Futter verstoffwechselt bekommen. Hier das Wasser etwas gelber, klar, da wird gefüttert. Da wurde an unserem Outlet an Weihnachten wurden kleine Karaschis geholt und einer, ich weiß jetzt nicht, wo er schwimmt, ich glaube da hinten, einer ist eine absolute Rakete, also unsere neue Blutlinie, die performt wirklich. Es war jetzt auch mal für mich interessant zu sehen, wie die hier sind. Der da hinten ist es, der hat jetzt 40 cm roundabout und ich habe gerade gesagt, würde der heute bei Konishi schwimmen, der würde richtig, richtig was kosten, wenn ich sogar ab Mai in Naturteich gehen. Die anderen sind etwas kleiner, sind aber immer noch spitzenmäßig. Also keine Kritik an den anderen. Aber der andere, der eine ist halt ein Überflieger. Und das hat man bei Koi immer wieder und zwar auch bei jeder Varietät. Hier haben wir den Bürstenfilter. Muss ich nur kurz aufmachen. Und das sieht man schön im vorderen Bereich. Die Bürsten richtig dreckig. Da kommt der Hauptschmutz an. Hier sind sie sauber und gereinigt werden sollte er spätestens, wenn auch die Bürsten hier schmutzig sind. Ist etwas komfortabler, was natürlich die Häufigkeit der Reinigung angeht, muss er nicht ganz so sehr hinterher sein wie bei den Beatfiltern. Aber er hier hat jetzt wirklich den Nachteil, dass hier ist eine Platte und die Platte, das Wasser muss auf jeden Fall drüber, damit hier unten die Pumpe dann ansaugen kann. Da hinten sehen wir die kleine Pumpe, dass die ansaugen kann. Und würde hier jetzt der Wasserstand im Becken nur um 1 cm fallen, dann wäre der Filter im Prinzip außer Betrieb. Ich glaube, Genesis hat dieses Modell schon abgeändert, dass die Platte deutlich tiefer ist. Und das hätte ich jetzt auch hier, oder habe ich vorgeschlagen, dass man einfach die Platte dann um 20 cm nach unten absenkt. Und dann ist man nicht immer zwingend auf den maximal möglichen Wasserstand angewiesen. Hier unten, das ist wie bei allen Genesis-Filtern, einfach praktisch gleich Heizung, UV-Lampe mit drin und mit einer guten Anströmung. Vor allem die UV-Lampe bei der Heizung ist es ja nicht so wichtig. Also es funktioniert sehr gut. Trotzdem würde ich, ganz ehrlich, im Innenraum, so wie es eigentlich mittlerweile alle machen, Philipp Bucher hat jetzt seine Anlage umgebaut in Luxemburg, Fressnapf Luxemburg, Olli Müller hat es genauso gebaut wie wir und viele Privatleute auch. Und die Beatfilter haben sich da einfach super bewährt. Luftpumpe steht auf dem Filter oben drauf. Auch das ist wichtig, wenn sie mal ausfällt. Auch da hinten haben wir das gesehen, wenn sie mal ausfällt, dann läuft kein Wasser zurück, was natürlich zum einen so ein Becken auch relativ schnell leersaugen könnte, zumindest wenn man mit einem großen Luftschlauch arbeitet und zum anderen die Pumpe natürlich auch zerstört. Also, eine Anlage, ganz jung, das Becken kennen wir übrigens, das war schon mal im Block, das hat einer unserer Kunden verkauft, ist dann hierher umgezogen, das kennen wir noch nicht, das war neu, aber grundsätzlich eine Anlage, die man vielfach nutzen kann aufgrund der großen Biofilter, auch im Winter zur Aufzucht oder wie gesagt, wenn neue Fische kommen. Oder die wichtigste Disziplin, wenn es einem Fisch im Teich mal nicht gut geht, dass man ihn von dort evakuiert
und hier unter kontrollierten Bedingungen dann behandeln kann. In diesem Sinne, machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog.